Hallo und Servus bei Geschichte Tag für Tag. Heute schreiben wir den 25. Januar und auf den Tag genau im Jahre 1077 erreicht König Heinrich der Vierte Castello Canossa, um vor dem Papst niederzuknien und um die Aufhebung des Kirchenbannes zu bitten, den Papst Gregor der Siebte über den deutschen König verhängt hat. Das ist dieser typische Gang nach Canossa. 1488 wird Georg von Waldburg-Zeil, Truchseß von Waldburg, geboren, genannt der Bauernjörg. Das war ein ziemlich übler Geselle. 1525, während der Zeit der Bauernkriege hier in Deutschland, musste er ziemlich gewütet haben. Man nannte ihn auch den Bauernlieger. Er hat die Bauern gehasst wie die Pest und hat sich ihnen immer gestellt. Hat natürlich auch jede Schlacht gewonnen. Die Bauern waren ausgerüstet mit Dreschflegeln, Schaufeln und Gabeln, Mistgabeln. Und der Bauernjörg natürlich mit Soldaten und Ritterheeren. Da hatten die Bauern natürlich wenig Chancen. 1949 wird David Ben-Gurion erster Premierminister des neu geschaffenen Staates Israel. 1955 war, oder sagen wir mal so, 1955 war erst der Krieg für die UdSSR beendet. Das war das Jahr, ich glaube, da kam es sogar zu einem Vertrag oder sowas. Da hat die UdSSR gesagt, gut, wir treten jetzt wirklich aktiv in den Frieden mit der Bundesrepublik Deutschland ein. Wie wir alle wissen sollten, der Zweite Weltkrieg endete 1945 und 10 Jahre, eigentlich fast auf den Tag genau, 10 Jahre danach gab es erst wirklich Frieden zwischen, also von der UdSSR aus gesehen. Die Wiedervereinigung Deutschlands, sagten damals die Russen, sollte den Deutschen überlassen sein. Was aber, wie wir auch alle wissen, noch über 30 Jahre dauerte, bis es soweit war. Aber immerhin waren Handelsbeziehungen möglich und die Diplomatie war wieder, ich sage mal, auf einem normalen Level. 1885 wird der Prototyp unserer modernen Fahrräder in Großbritannien vorgestellt. Und zwar von John Kemp Starley. Das Besondere an diesen Fahrrädern ist, es hat zwei gleich große Räder, Kettenantrieb und einen rautenförmig gleichmäßigen Rahmen. Die ersten Fahrräder waren ja dann doch eher diese typischen, ich habe es leider vergessen, wie man den Namen nennt, mit riesengroßem Vorderrad und winzig kleinem Hinterrad. Es gab tausend verschiedene Möglichkeiten, aber von Kemp Starley, diese Fahrräder, wenn man die heute im Bild sieht, sieht man kaum einen Unterschied zu unseren heutigen. Und im Jahre 2011 beginnt in Ägypten mit den Protesten gegen den damaligen Präsidenten Hosni Mubarak der arabische Frühling. Das war's dann wieder von mir für heute. Wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich. Bye bye.